Finn und ich waren heute auf der Jagd nach einer Katze und nach einem Baby. Warum die Katze und das Baby uns heute verrückt machen, erfahrt ihr im Video. Also bleibt bis zum Ende dran und lasst gerne einen Daumen nach oben da für mehr Baby-Action. Oh Mann, ey, was läuft denn, hä? Was ist denn das für eine Katze? Junge, wo ist meine Katze hin? Ey, ey, Moment, Moment, Moment. Denno, was machst du denn hier? Pet Bro, was machst Junge. Du denn? Diggi, ich hab hier, ich soll hier arbeiten, Digga. Was geht denn bei dir? Ey, ich hab hier eigentlich auf eine Katze aufgepasst, aber die ist weggelaufen. Hast du die gesehen? Schwarze Katze, die ja, ist hier, hier in die Richtung gelaufen. Warte mal ganz kurz. Bro, wohnst du hier? Ja, ja, ist mein, also ich wohne da hinten. Ich wohne da hinten. Das ist mein Zuhause da hinten. Ja, Nummer 5. Wie, da in der Nummer 5? Ja, also ich wohne in Nummer 5 und Nummer 6 ist halt mein Nachbar. Und ja, da passe ich halt eigentlich auf die Katze, auf die jetzt weggerannt ist. Ja, lächeln mal schön in die Kamera, mein Bester. Warum? Ja, warum? Ich habe kein Foto. Ich habe jetzt deine Adresse. Hä? Und wenn du nicht das tust, was ich sage, liege ich deine Adresse. Ja, ey, ich dachte, wir sind Freunde. Nein, aber weißt du was, Bro. Weißt du also, was, weißt du was? Katze suchen. Okay, warte mal, warte mal. Gar kein Problem, denn ich weiß auch, wo du wohnst. Kollege. Wie jetzt? Ja, ja, aber war nur Spaß. Ich würde das natürlich auch nicht machen. Okay, okay. Ich glaube, die Katze. Was bei mir natürlich, aber okay. Nein, Bro, nein, mach ich nicht. Ja, okay, okay, okay. Wo führst du mich eigentlich hin und was machst du hier eigentlich? Du arbeitest hier, sagst du, oder was? Ja, also ich habe hier in der Nummer 10, also ich soll hier auf ein Baby aufpassen, Bro. Und ist das deine Katze da drüben? Das ist die Katze! Worin rennt die denn? Ja, sofort hinterher! Renn, 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 Junge! Lass die nicht weglaufen, lass die nicht weglaufen! Ich werde umgebracht, wo ist die? Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Was? Wo ist die hin, die Katze? Sag ehrlich, ist deine Katze magisch? Wie gesagt, es ist ja gar nicht meine Katze, ne? Es ist die Nachbarskatze, aber ich sollte halt drauf aufpassen. Aber irgendwie schafft sie es immer wieder, hier wegzulaufen. Wo ist die denn hin? Bro, ich bin nach oben gelaufen. Die hat sich original gerade wegteleportiert. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Also irgendwie kommt mir das auch ein bisschen komisch vor. Warte mal, ich will dir ja nichts vorwerfen. Kann das sein, dass du irgendwas damit zu tun hast? Kann das? Doch, jetzt so langsam, wenn ich 1 plus 1 zusammenrechne, ich glaube, du lässt die Katze hier die ganze Zeit verschwinden. Yo, Diggi, jetzt schieb mir mal nicht deine Katze in die Schuhe. Ich kann doch auch nichts dafür, dass du auf eine schwarze Katze aufpassen musst. Du willst zu deiner Nachbarin sagen, jo, das war der Denno. Der ist schuld daran, dass die Katze weg war. Du solltest drauf aufpassen. Ich glaube, langsam habe ich hier den Dreh raus. Du steckst mit meiner Nachbarin unter einer Decke. Kann das sein? Nein, 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 nein. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie dem auch sei. Ich habe gerade SMS bekommen. Aha. Nicht von der Nachbarin, aber ich habe ihr nicht geschrieben. Okay, weißt du was? Weißt du was? Deine Katze ist aber auch nicht so wichtig. Nee, 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 nee. Deine Katze ist vielleicht das eine Problem, aber Bro, ich bin eigentlich hier, weil ich auf ein Baby aufpassen soll. Wo ist das Baby? Was für ein Baby? Ich glaube, das einzige Baby, auf das ich aufpassen muss, bist du. Das war... Bro, das hat mich jetzt hart getroffen, Mann. Ja? Dafür nehme ich diese Kohle von den Eltern hier direkt auf den Tisch. Ey, sorry, Mann, ich bin doch auch nur verzweifelt, weil diese Katze ständig verschwindet, Mann. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Okay, ich habe ihr schon Leckerlis gegeben. Die haut immer wieder ab, Mann. Ich weiß, wir beide sind Versager, deswegen sind wir jetzt auch YouTuber geworden. Aber ja, aber ich würde sagen, du bist ein Ticken mehr Versager. Aber nur so ein Ticken mehr. Oh, also jetzt. Okay. Aber ich darf auf Babys aufpassen und du auf Katzen, Bro. Ja, wer ist der recht, größere ne? Versager, hä? Ja, hast auch recht. Ja, egal. Komm, egal. Anderes Thema, anderes okay. Thema. Okay, ich würde vorschlagen, Mann, wir machen Frieden und wir suchen die Katze und das Baby. Was hältst du davon? Ja, guter Plan, guter Plan. Und du gehst vor. Falls da Fallen sind. Okay. Yo, Mann, du, also, ich, Bro, ich kann mich noch daran erinnern, als ich letztens erst ein Eisberg war, ne? Ich sag's nur. Also, für die Leute, die es nicht wissen, Denno war letztens noch ein Eisberg in einer anderen Aufnahme bei ihm. Könnt ihr gerne abchecken. Ja, und jetzt ist er hier und wieder ein Mensch. Ich dachte, ich wäre ihn wenigstens mal endlich los, ne? Aber... Ja, okay, aber... Was ist das denn hier? Hast du den Fernsehkram gemacht, Bro? Nee. Ed, hast du den... Ich hab den nicht angemacht. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Oh, ah, doch, das? Ich glaube, die, ich hab, doch, warte mal, ich weiß, was es ist. Die Nachbarn meinten, hier gibt's wohl ein paar Stromprobleme, ne, dass hier mal ab und zu Licht ausgeht. Es scheint wohl, dass die Wohnung ja auch betroffen ist. Kein Problem, kein Problem, kein okay, Grund zur Bange. Alles easy, alles ja easy. Ganz easy hier auf diesen ganz ja. dunklen, lockeren Dachboden gehen, ne? Genau, genau, genau. Ah. Moment mal ganz kurz, in was für einer Wohnung sind wir hier eigentlich? Ich dachte, du arbeitest hier. Ich sollte in die 10 kommen und frag mich, was das gerade für ein Bild ist. Warte mal, das ist das. Hey! Da ist die Katze! Ist das nicht deine Katze? Das ist meine Katze, die ist im Foto drin! Oh Gott, Alter, Bro! Das Baby
Baby! Ist das Baby! Was ist das denn? Dendo, wo hast du mich hingebracht? Wie, wo hab ich dich hingebracht, Mann? Deine Katze ist doch in dem Bild gewesen. Ja, Junge, du hast gesagt, einmal Dachboden hier. Und wo sind wir denn jetzt hier? Irgendwo im Universum oder was? Oh, nee, ne? Oh, Mann, Pat, wir müssen ja den Job irgendwie zu Ende bringen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich schon Halluzinationen habe. Was ist das für eine Gestalt da hinten? Das sieht nicht aus wie nach einer Katze. Ich schlag vor, wir nehmen deine Katze und dann gehen wir hier aus dem Bild wieder einfach so raus und dann nehmen wir das Baby mit, okay? Ja, Pat, deine Katze, dann geh mal vor, mein Lieber. Ich sag mal so, das sieht eher nach einem Baby aus, ne? Nee, ich glaube nicht, aber... Weißt du was? Wenn wir uns nicht wiedersehen, ich muss sagen, so schlimm warst du gar nicht. Hau rein. Die ist weg, die Katze! Oh nein, es war... Ey, der Bim, Bro! Was? Es wackelt alles! Oh. Das ist doch der Wahnsinn. Wo bin ich gelandet? Denno, wo sind nein, wir? Nein, nein, da ist das Baby noch und... Oh Gott. Oh nein, okay, okay, okay. Ich muss sagen, irgendwie... Es kommt mir alles so ein bisschen komisch vor, um ehrlich zu sein. Okay, Bro. Ich kann dir sagen, wo wir hier sind. Was ist das da oben? Ist das eine Rutsche? Ich muss dir was gestehen. Was denn? Also, eigentlich kenne ich das Baby. Und ich passe auch regelmäßig auf das Baby auf. Okay. Das Problem ist halt nur, dass das Baby ein ziemlich heftiger Dämon ist. Und wir sind jetzt in einer anderen Dimension. Nein, nein, alles ist cool. Wir kommen ja schon, glaube ich, irgendwie wieder raus. Glaubst du? Cool, glaubst du? Ja, wahrscheinlich. Ey, Denno... Du weißt vielleicht schon, dass ich eigentlich um 20 Uhr Feierabend habe, ne? Es war jetzt knapp 17 Uhr und du willst mir erklären, dass ich jetzt hier in einer anderen Dimension bin? Abends läuft nur Fußball! Willst du mich veräppeln? Ich wollte Fußball schauen! Bro, von meckern wird's jetzt auch nicht besser. Ich schlag vor, Junge, du suchst jetzt die verdammten Bücher, die da hinten in das Regal gehören. Was für Bücher? Ich bin schon lange aus der Schule raus, Mann! Junge, jetzt will ich doch solche Mathe machen oder was? Ja, aber das Buch hier kriegst hin, ne? Warte mal. Da ist doch die Katze! Dahinter! Wir müssen doch kein Mathe machen. Okay, pack das Buch da rein. Okay, warte. So. Rein damit. Katze, komm raus. Ist dein Ernst jetzt? Ist das jetzt dein Ernst? Es steht da 1, 2, 1, 2, 5, 4. So zählst du in der Schule? Mann, ich hab nur gesagt, du, beziehungsweise du hast gesagt, wir sind Versager. Ja, guck mal doch hier, was ist denn das? Ja, das kommt schon eher hin. Mhm. Ja, ist doch okay, ist okay, ist okay. Ich verstehe okay, schon. Okay, Bro, ich habe hier vorne ein Buch noch gefunden und da hinten lag auch noch eins auf dem Tisch. Ja, und okay, da drüben okay, liegt okay auch noch eins. Aha. Ah, da hinten, ich sehe es gerade. Da ist eine 2 drauf. Perfekt, perfekt. Okay, ja, okay. Wir brauchen die 2 und wir brauchen irgendwie noch eine 3 oder so. Mhm, eine 3. Ah, ich ja, weiß, sollen wir erstmal die 2 reinpacken? Ach, warte mal, da ist das okay. Ja, ja, komm, pack die 2 rein. Komm, wir packen die 2 rein, Dann kommt die Katze bestimmt raus von Mathe, ne? Ist klar. Denkst du, weil wir da ein paar Bücher reintun, kommt die Katze rausgesprungen oder was? Ja, das werden wir erzählen, Bro. Das ist ja, ja deine Katze, ich ne? Bin gespannt. Junge, wie... War ja klar. Warte mal ganz kurz. Bist du Magier? Also jetzt mal ernsthaft, wo ist die Katze? Ich weiß es nicht. Du passt auf die Katze auf. Warum fragst du mich das? Ja, weil irgendwie komischerweise immer nach deinen Tipps diese Katze verschwindet. Ey, Mann, guck dir das hier mit dem Ofen jetzt an, ne? Weißt du, wie ein Ofen funktioniert, wenigstens fett? Na klar weiß ich das. Ich habe als Ofen jahrelang gearbeitet. Ja, dann mach mal. Bin mal gespannt. Ja, mach ich. Hier, bisschen Kohle rein, zack, rein damit und let's go. Boah, ich bin begeistert, aber der Ofen hat ja gar nicht so viel Energie, Bro. Ey, weißt du was? Mehr Energie! Ey, weißt du, ich sollte auf die Katze aufpassen, nicht hier irgendwelche Kohle schleppen, ey. Gib mir lieber keine Waffen in die Hand, weil das wird auf jeden Fall deine letzte Nacht sein. Okay, ich werde hier mal ganz kurz, ich mach mal mit dem Ofen so, Okay, alles gut. Vielleicht können wir heute doch noch Champions League schauen. Ich habe das Ding hier einfach auf entspannt gedreht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube, wir verstehen uns, Kollege. Passt. Komm, wir gehen weiter runter hier, ne? Okay. Also die Pilze und so, die solltest du echt nicht anfassen, Bro. Ich glaube, die sind ganz, ganz schwierig. Ja, ich glaube auch nicht. Wobei, ich glaube, schlimmer als jetzt kann es langsam eh nicht mehr werden. Aber wir gucken trotzdem mal weiter, ne? Was ist das für eine Gasse hier? Okay, sieht so ein bisschen aus wie dein Zuhause da, ne? Meinst du nicht, du wohnst da auch oder so? Echt jetzt? Leute, Hashtag Zuhause in die Kommentare, wenn ihr sagt, es sieht so aus wie bei mir zu Hause. Und das finde ich absolut frech. Ja, ich sag mal so, das sieht ein bisschen schöner aus da drüben, ne? Aber es kommt hin. Oder? Nee, Digga, ich geh. Weißt du was? Du mit deiner Burger King-Tüte da auf dem Kopf, mit deiner Krone. Was denn? Lass mich doch!
Lasst mich doch, ich wollte einmal wie Knossi sein, Mann. Ja, und du denkst auch, weil du BK gegangen bist, bist du jetzt ein krasser Typ und kannst hier einfach mal zu Hause runtermachen, Bro. Das naja, ich sag mal so, zu Hause in einem richtig schönen Traum, ne? Also jetzt nicht normalerweise. Ich nehme deine Katze und dann, ich schwör's dir, ne? Ich nehme die einfach mit nach Hause. Weißt du was? Ist okay. Find die erstmal, ne? Wenn du die wegzaubern kannst. Was ist das jetzt für ein Raum? Ey! Och nee, ich Bro, dachte ich... Bro, hast du das gefurzt? Du hast gefurzt und dann ist es runtergefallen. Ich hab's gehört. Wenn du mich in irgendwelche komischen Gassen führst, brauchst du das jetzt nicht auf mich schieben, okay? Mann, wir müssen jetzt auch einfach mal, wir müssen jetzt auch mal irgendwie hier durchkommen, Bro. Was, ja, was, aber ist, wie denn? Was ist das hier? Wie? Mann, Alter, Mann, mach die Tür, die Tür auf! Junge, ich dachte, du gehst ins Fitnessstudio. Da ist deine Katze. Da ist deine Katze, Bro. Geh ganz nah ran. Gott ganz sei langsam. Dank, Gott sei Dank, endlich! So, wir schleichen uns dran, okay? In drei... Warte mal, ich nehme nochmal ganz die Münzen mit. Checkt bestimmt keiner. So, ich brauche das Kleingeld. So, 3, 2, 1, let's go! Komm, komm, komm! Und! Was ist denn das jetzt für ein Gollum? Hä? Ein Roboter? Ja, Bro, musst du deine Kinderspielzeuge hier jetzt auch noch deiner Katze irgendwie... Also, ey, das ist uncool, Bro. Aber die sieht auf jeden Fall noch okay aus, die Katze. Die sieht noch okay aus. Das heißt, du hast anscheinend nichts Schlimmes mit der Katze gemacht. Das ist alles okay. Ja, was machen wir jetzt? Batterie! Warum hab ich denn was Schlimmes mit der Katze gemacht? Wir holen jetzt erstmal verdammte Batterien! Ja, weil du die immer verschwinden lässt! So, wo sind denn die Batterien? Gib mir Batterien! Okay, aber lass mich mal gucken. Weißt du überhaupt, wer das ist? Es sieht so ein bisschen aus wie... Ja... Naja, egal, wir lassen es mal so stehen. Nein, ich weiß nicht, wer das ist. Okay, das ist ein Roboter, der heißt Newt. Okay, ja? Newt, und okay. Und der hilft uns... Das Baby zu finden. Das ist der Short-Term. Ja, aber ganz ehrlich gesagt, interessiert mich das Baby kein bisschen. Ich will wissen, wie wir an die Katze kommen. Du gehst... Okay, Bro. Ja. Jetzt bleib mal cool. Du kannst ja nicht einfach sagen, dass hier irgendwelche Babys unwichtig sind. Weil weißt du, was passiert, wenn dieses Baby nicht nach Hause kommt? Was? Was passiert dann? Dann sind wir erledigt. Dann wird deine Katze gegessen. Pet. Meine Katze wird gegessen? Das ist eh nicht meine Katze. Kannst du machen, dann hast du Stress mit der Nachbarin. Passt schon. Ja, nee. Dann kannst du das erklären. Aber weißt du was? Ich nehme das auf. Ich nehme hier gerade auf und werde das ihr zeigen und sage, Denno hat diese Katze aufgegessen. Und ich glaube, dann wird meine Nachbarin ziemlich sauer sein auf dich. Willst du das? Willst du lebende Katzen aufessen? Ich weiß ja nicht. Kein Kommentar, Digga. Ich habe nur gehört, du willst das machen. Okay, ist gut, ist okay. So, weißt du was, aber dann nimm mich dein Roboter, ist mir voll egal. Bro, warte mal, nein, wir müssen den Roboter hier reinpacken. Ja, aber wenn du meine Katze, also nicht meine, aber die Nachbarskatze auf ist, dann nehme ich dir deinen Roboter weg. Okay, wir schließen Frieden. Okay, komm, passt. Alles ist cool. Alles cool. Wir schließen Frieden, wir holen das Baby und die Katze zusammen raus, okay? Weißt du was, ist denn die, langsam wirst du mir doch sympathisch. Und dann krieg ich deinen Kanal. Also jetzt langsam verstehe ich, also komm, ne, ist egal, passt schon, nimm, ja, Roboter, komm. Und was jetzt? Okay, Leute, was jetzt? Also du kannst hier an die Konsole gehen und mal gucken, ob du den Roboter reparieren kannst. Check das mal aus. So, wow. Newt, okay, moin Newt. Loading. Vielleicht kann ich ja Newt irgendwie ersetzen, also dann also, dann muss ich... Was müssen wir hier auswechseln? Oh, ne. Was ist das denn jetzt? Tab? Okay. Na? Leute, und nochmal, ich muss draufdrücken! Okay. 10 Robux für die Community, und wenn du reinscheißt. Zack, zack. Weißt du, was das Lustige ist? Tab heißt rückwärts Pad und deswegen kann ich das perfekt. Okay, ja, ich würde dir sogar glauben, dass du es easy kannst. So, zack, zack, zack. Okay, let's go, let's go. Leute, guck, die Krone hat er sich verdient auf jeden Fall, muss man sagen, ne? Ja, und hier nochmal so ein bisschen Trinkgeld. So, zack, dankeschön. Aber was zur Hölle... Oh, okay, wir sollen den... Ah, der hat so Dreck in der Hand. Was hast du gemacht? Er braucht Tinte. Okay, ich weiß, wo die Tinte liegt. Ich komme sofort. Okay, dann lass... Ich komm mal mit. Ich trau dir nicht. Nicht, dass du wieder die Katze mitnimmst oder so. Oder auf ist in der Zwischenzeit. Yo, ich mach gar nichts mit der Katze, Bro. Ja, also komischerweise, wie gesagt, verschwindet die Katze immer, wenn du da bist, ne? Ich will dir nichts vorwerfen, aber... Zufälle sind schon da, ne? Zufälle sind schon da. Ich gehe jetzt gucken. Wenn die Katze jetzt da ist, dann liegt sie nicht an mir. Wenn die Katze jetzt da ist. Ich nehme auch noch mal ein bisschen Tinte mit, ne? Also ich... So, dann und... Und? Aber guck, also ich sag dir ganz ehrlich, bevor du irgendwie kamst, war die Katze nicht so traumatisiert. Die sieht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Ey, Bro. Ja. Guck mal, da hinten ist eine Ente in der Ecke. Lol, ich sehe es gerade. Da...
hier nochmal Trinkgeld? Ey, Denno! Weg, schnell, schnell! Wo, ich muss weg! Ich wusste ganz genau, da ist so ein Haken. Ich wusste, da ist so ein Haken. Bleib stehen, Alter! Sofort hier weg, Leute! So, Leute, hinterher! Das kann doch nicht wahr sein! Ey, Junge, was sollte das denn jetzt hier? Die Tür ist einfach zugegangen und... Ja, ich glaube auch. Genauso wie die Katze zufällig immer verschwindet, ne? Also denkst du wirklich, ich bin hinterm Mond am Leben oder was? Warte mal ganz kurz. Was hast du eigentlich für einen geilen Pulli, Bro? Oh, danke schön, einfach danke schön. Merch oder was? Ja, genau. Ey, Leute, das ist... Also muss ich schon sagen, Digga, das ist ziemlich cool. Danke, danke dir. Das Logo feiere ich mies. Danke. Ey, was ist denn jetzt mit Newt passiert? Okay, pass auf. Machen wir das erstmal ganz entspannt. Wir gucken mal, dass wir hier irgendwie... Weiß nicht, geh mal rein da. Ja, ist okay. Geh du vor. Ladies first, sagt man doch bekanntlicherweise. Ich bin ein Gentleman. Vorne. So, ab zu meinem Trinkgeld nehme ich auch mit. Perfekt. Ey, yo, hast du jetzt echt gerade die Münze genommen? Ey, Junge! Schließ mich... Denno! Schließ mich nicht einfach ein! Ich weiß, wo du wohnst! Ich lieg deine Adresse! 5 Euro PayPal! Ich lieg deine Adresse! Ist mir egal! 5 Euro PayPal! Dann kannst. Also, wenn ich jetzt PayPal 5 Euro bekäme, theoretisch, dann könnte ich natürlich wieder die Tür öffnen. Ey, alles gut, ich habe ja noch ein bisschen Trinkgeld gefunden. Passt schon, hier ist genug. Ich will gar nicht wieder raus. Passt schon. Wobei. Ja. Okay, wir müssen ja auch irgendwann mal fertig werden, oder? Was machst du da drüben? Weißt du was? Bleib stehen! Was denn, hä? Was ist denn? Oh, danke für den Türstopper, mein Lieber. Ey. Das ist ja nett von dir. Okay, du weißt, was zu tun ist, oder? Ja, weiß ich. Weißt du es wirklich? Nein. Weißt du, echt jetzt? Mach deine Arbeit. Hä, das ging bei mir nicht. Ich hab das Gleiche gemacht. Leute, ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist ja auch klar, dass ich hier der wesentlich Schlauere bin, weil ich hier auch auf Babys aufpassen kann. Und du lässt irgendwelche Katzen wegzaubern, also dir vertraue ich hier nicht mehr, Kollege. Okay, also hier, jetzt nimm mal wirklich Vertrauensbeweis, das ist der Booster hier, der muss jetzt in diesen Newt rein. Okay. Du bist ja der Ingenieur von uns, haben wir ja schon festgestellt. Nimm mal so ein Teil da raus. Ja. Perfekt. So, dann nehmen wir mal die Schüssel. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich platziere es einfach mal. Okay. Alles ist entspannt. Jetzt musst du noch den Schalter drücken. Okay, wir ziehen runter. 3, 2, 1. Go! Oh, Newt! Renn! Genau! Er macht es richtig. Jetzt braucht er dich nicht mehr sehen. Perfekt, ey. Yo! Hä, wo ist denn der jetzt hin? Wo ist Newt jetzt? Ach so, natürlich. Er ist hier... Yo, auf der besseren Seite. Auf der besseren Seite, sag ich mal so, ne? Also pass auf, Pat. Ja. Wenigstens haben wir deine Katze schon mal am Start. Mhm. Wir müssen jetzt den Fahrstuhl hier reparieren. Dann schnappen wir uns deine Katze und dann haben wir die wenigstens schon mal draußen. Deal? Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank gerne. Deal. Okay, ich bringe ihm mal hier den Schraubenschlüssel. Was brauchen wir noch? Er braucht... Er ist weg! Ah, ja, er macht da irgendwas. Er ist ein Guter. Ah, er braucht noch was. Er braucht ein bisschen Benzin. Wo ist denn hier die Aral-Tankstelle, Mann? Benzin. Da hinten. Ich glaube, da oben auf dem Schrank, oder? Da hinten. Links. Veräppelst du mich gerade wieder? Willst du mich irgendwo einsperren, nein, oder? Nein. Hinten links. Das hier ist doch Öl. Ah, da ist Öl. Ah, ich dachte schon, wir müssen zur nächsten Tanke rennen. Okay, passt schon. Oh, was denkst du denn? Dass ich hier gemein bin, oder was? Mann. Was hast du denn mit dem Hammer? Willst du mich zerhauen, oder was? Nein. Ich habe den Hammer erstmal nur dabei. Weil ich glaube, er braucht ihn gleich. Okay. Ah, okay. Ich hatte schon so ein bisschen den Sass auf dich, aber ich verstehe schon. So, dann geht's wieder nach oben. So. Ja, einfach denkt, ich will ihn die ganze Zeit. Ich habe ein bisschen pranken. Das Gefühl, dass du bist ein Imposter, weißt du? Und da muss man halt aufpassen. Oh, der Fahrstuhl ist da. So, Pat, schnappt jetzt deine Katze und dann geht's hier raus, okay? So, Kätzchen, dann komm jetzt mal mit. So, Katze ist am Start. Ich würde sagen, wir sind ready. Let's go. Und Fahrstuhl zu, dann haben wir das Ding ja erstmal. Ey, warte Gott mal, wir sei sind Dank. Doch gerade aus dem Bild gekommen, oder? Ja. Ja, Leute, das wär's gewesen. Wenn ihr mehr möchtet von Baby in Yellow mit Denno, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch bei Denno vorbei, der ist in der Beschreibung verlinkt.